Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Moment, bei mir war mein Sound anstellen, der ist ein bisschen zu laut. Meine Leute sind alle ziemlich angeschlagen. Punkt. Habe ich Geld? Ich glaube nicht, ich habe alles ausgegeben. Naja, klar. Ich muss irgendwas verkaufen. Die Frage ist nur was. Schauen wir mal, da ist der Laden. Ich weiß, ich habe Zeug erst eingekauft, wie man hier sieht. Das brauche ich eh nicht. Und damit überhaupt nicht. Das Bonkraut habe ich noch nicht verwendet. Ich frage mich, ob sie auch so ein, weißt du mal, Runenwasser oder so gibt. Die Dinger sehen ja geil aus. Leider eine Waffe zeitweilig die Kraft des Windes. Ist das sowas wie dieses, bei Bloodborne heißt das, glaube ich, Feuerpapier, Blitzpapier. Feines Granulat. Tausend, wow. Und nicht tausend, schwarzes Silber. Ich brauche nicht 1000, ich brauche nur 100er noch. Okay, ein einziges. Ich muss mein. Muss hier. Mich ordentlich hinlegen und mich ausschlafen. Mich heilen. Wahrscheinlich gibt es billigere Hotels, aber. Und einen Aufenthalt. Ah. Ich frag mich, was Engel genau sind. Ich weiß es nicht, aber im Moment muss Colette viel zu viel leiden. Nein, ist schon in Ordnung. Mir geht es gut. Schließlich wurde ich geboren, ein Engel zu werden und die Welt zu retten. Warum denkst du so? Das passt gar nicht. Das darf nicht, so darf nicht gedacht werden. Nein, du wurdest geboren, um dein Leben zu leben. Oder nicht? Ich habe ein bisschen aggressiv gelesen. Ja, ich lese schon ja aus Reflex, weil dieses Yeah! Irgendwie ist so, weiß ich nicht. Ist genauso schlimm wie das Joa! Wow! Wow! Pfff! Das heißt, die Aussprache ist. Yeah. Oh, ja, ihr seid alle fit. Perfekt, haut ab! Jetzt muss ich. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Moment mal. Oh, wehe. Du nicht. Schade, dass ich da nicht einfach durchgehen kann, aber die Hütte ist zusammengebrochen. Oh, dieser Dessens, ich könnte jetzt so das Fell über die Ohren ziehen dafür, was sie hier getan haben. Ja, der Krieger ist weg. Ja, Hauptsache das Wasser fließt noch. Oh je, was soll ich machen? Der Pfad nach Hima ist viel zu gefährlich. Die Kinder sind hungrig und warten schon auf mich. Was soll ich nur tun? Ja klar! Was? Ihr würdet wirklich mitkommen? Danke. Da wollte ich ja hin, umso besser. Vielen Dank, ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen. Wenn ich neue Vorräte habe, kehre ich sofort wieder nach Louis zurück. Ich bin zwar besorgt wegen des Rückwegs, aber na, wird schon werden. Hey. Was ist denn da los? Sieht aus, als gäbe es vor dem Gasthaus ein Handgemenge. Okay, Gasthaus. Okay, es wird schwächer. Gebt ihm den Rest. Aufhören. Misch dich nicht. Oh, du bist dieser komische Krieger da aus Luin. Misch dich nicht ein, das ist unsere Beute. Clara, hör auf. Wir wollen dir helfen. Bitte beruhig dich. Ah! Moment mal. Ist das die, die den anderen Typ da vom Grab weggebracht hat? Verdammt, lass das Monster euch kommen. Sein, dass ich euch drei kenne?
Colette, Professor, ist alles in Ordnung? Ja. Clara hat das hier fallen lassen. Das ist ja der Schlüssel zum Turm des Mana. So, Clara hat den Turmschlüssel genommen. Hoffentlich ist die Sicherheit. Ja, gehen wir zum Turm des Mana und holen Boltzmanns Heilverfahren für Clara und Pietro. Turmschlüssel erhalten. Ich weiß, wo ich hin muss, aber warum zum Kuckuck hast du das gesehen? So, es ist ein ziemlich seltsamer Winkel. So, hier kann ich nicht aufsteigen. Ich muss erstmal gucken, wo ich bin. So, hier bin ich. Ich sehe es gerade. Du Mistvieh. Okay, so glaub ich Zeit, heilige Flaschen einzusetzen. Warum bin ich getroffen worden? Ich habe mich extra zurückgehalten, damit ich nicht getroffen. Das ist nicht euer Ernst, die Mistviecher. Natürlich bin ich vergiftet. Ich bin Lloyd, der immer vergiftet ist. Wenn es so weitergeht, habe ich nichts mehr davon. So heiliges Licht. Das können mich die Monster mal. This is gonna be a piece of cake. Das sind nur Raupen. Die fällt auch um. Okay, die ist weg. Die ist auch weg. Der ist jetzt auch weg. Aber das kann so ein Marienkäfer gar nicht überleben. Oh, eine Melone. Ich müsste auch öfter darauf achten, wann ich was kochen kann und wann nicht. Ja, die Kamerasicht ist so bescheuert. So, immer den Weg entlang laufen und dann da über die Brücke. Dann noch ein Stück weiter rechts und dann nach oben. Da war, glaube ich, der Turm. Hier kann ich wieder aufsteigen. Immer noch nicht. Warte ab. Da ist der Turm. Nicht wahr? Und Turm. Ja, Turm. Wow, ich wäre fast reingerannt. Hau ab. Schwinde. Turm des Mana. Mann, was für ein Haufen Bücher. Oh, denk nur, wie viel Wissen in diesen Büchern enthalten ist. Hey, das ist ein Orakelstein. Aha, es ist ein Siegel. Colette, würdest du wohl? Ja, Professor, das klingt böse. Würdest du wohl? Es ist nicht aufgegangen. Nein, schaut euch diesen magischen Kreis an. Oh, wundervoll. Der Orakelstein hat diese Vorrichtung aktiviert. Also müssen wir irgendwas mit dieser Vorrichtung machen? Es scheint so. Sieht interessant aus. Leute, stell dich mal auf diesen blauen Kreis da. Was? Okay. Dennis, stell dich auf diesen da. Okay. Oh, wow. War klar. Okay, wieder Teams. Wow, die Tür ist aufgegangen, Professor. Hä? Was zum... Anscheinend müssen Leute auf diesen Kreisen stehen, damit die Tür aufgeht. Drei von uns müssen also hier bleiben. Es ist gefährlich, aber wir haben wohl keine Wahl. Ja, wir wollen ja auf dem Rückweg nicht vor einer verschlossenen Tür stehen. Also Leute, dann wählt drei Leute außer Colette aus, die hier bleiben sollen. Außer Colette, ja danke. Ich? Na gut. Brain ist nicht zufällig schizophren. Tut mir leid, sie ist ein bisschen seltsam, aber sie hat ein gutes Herz. Colette, geht's dir gut? Danke, ja. Mach dir keine Sorgen um mich. Okay.
musst mit mir und einer weiteren Person gehen, schon vergessen? Nicht mitkommen. Ich soll hier warten? Wie langweilig. Bitte um das Mana, den will ich mir gerne mal genau ansehen. Hast du irgendwas gegen mich? Ich gehe mit dir mit, Lloyd, stimmt's? Was? Ach komm! Wenn es deinem Plan nicht widerspricht, würde ich dich gern begleiten. Ich verstehe. Okay, der ist der Humanste, aber... Ich nehme ausnahmsweise mal Genis mit. Ohne mich läuft doch nichts. Ah, oh, er ist ein Großmann. Na gut, egal. Wobei, könnte ich ihn theoretisch ändern? Die Tür ist auf. Okay, ihr anderen wartet hier. Achso, die Tür ist auf. Okay, ihr anderen wartet hier. Schön, dass ich automatisch gehe erstmal. Darf ich mitkommen, wenn Sie das mal ansehen? Genis durch Rain ersetzen, nee. Brauchst du mich? Ich verstehe. Willst du mich doch mitnehmen? Okay, es gibt hier anscheinend noch eine Tür. Ich kann ja ein bisschen mit Genis rumrennen. Ich guck mal, was gibt's hier für Monster? Achso, hä? Der ist durch mich durchgerannt. Geister, macht mal. Aua. Ich kann euch nicht treffen. Doch, kann ich. Kill ihn! Ja, er liegt am Boden und kann nichts tun. Ah. Gut. Noch ein Gegner, okay. Vielleicht sollte ich ein paar Gegner bekämpfen, weil ich sonst unterlevelt bin. Komm mal her. Schwerter, Todesklinge. Kill ihn! Icicle! Ich hab's ganz genau. Aua, gehört. Komm, zwei Schwerter gegen zwei Schwerter. Gut, der ist weg. Aua. Der wehrt ab. Wow. Den ist gar nicht mal schlecht. Na gut, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr genutzt, richtig. Ich renne ja die ganze Zeit mit Kratos rum, der... Oh, meine heilige Flasche ist weg. Der overpowered ist. Was zum Henker? Wir sehen sie mal an der Karten. Aua. Sollte vielleicht aufpassen. Absehen sie mal an der Karten. Geile Technik, Dennis. Ne, 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 ne. Ja, du mit deinen Zwergenregeln da, die kümmern mich nicht. Aber ich muss mich jetzt heilen. So, sollte reichen. Ich wollte die Truhe haben. Eisenhelm gefunden. Oh, ich könnte Genis vielleicht auch mal ausrüsten. Was hast du denn? Oh, da habe ich gar nichts. So. Ich könnte auch ein paar Dinge hier geben. Was gibt's denn? Sakralring. Ja, halt. Stärkt Verteidigung, ja. 10%. 5% der maximalen TP wieder her. Wow. Das
klingt geil. Ja, diesen Giftblocker bräuchte ich eigentlich. Schütz vor Betäubung. Ich nehme das drauf, wenn meine Verteidigung so, wenn mein Angriff so runtergeht. So, du kriegst einen Armreif, der irgendwie aussieht wie ein Eisenarmreif, aber keiner ist. Du hast erstmal gegen Gift und gegen Betäubung geschützt. Oh. Mich raten, hier hin, oder? Ja, doch nicht. Es befindet sich in der Form Nummer 1. Als ob dein das sieht aus, als ob dein Spiegel drauf wäre. Was hat das zu bedeuten? Ich kann das nur hier innerhalb bewegen, oder? Ja. Ich weiß noch nicht, was es mit diesen. Jetzt geht's wieder nicht. Ich weiß noch nicht, was es mit dem Ding auf sich hat. Kein Hinweis auf ein Rätsel oder so. Also es ist ein Rätsel, aber es gibt hier irgendwie keinen Hinweis. Vielleicht. Ah. Okay, dachte ich mir schon irgendwie, dass das was mit Licht zu tun haben muss. Nur was muss ich damit anblenden? Aha! Keine Ahnung, was das ist, aber da ging es auf jeden Fall weiter. Was ist denn das? Lloyd, wundervoll! Er muss irgendwo mit einer Vorrichtung verbunden sein. Lloyd, kannst du uns hier unten sehen? Wow, dieser Apparat ist cool. Hallo, ich kann euch sehen. Lloyd, kannst du mich hören? Die Tür auf dieser Seite ist aufgegangen. Wir gehen jetzt auch rein. Wir sollten uns wieder zusammenschließen, bevor wir das Siegel brechen. Okay, alles klar. Dann hoch mit uns. Okay, jetzt ist die Frau Professorin dran. Gehen wir da Licht. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. So, direkt.
Jetzt sollte ich im selben Raum sein wie Lloyd, oder? Was ist mir das abfackeln? Das sind wie diese Lichtspielchen, das hatte ich bei Prince of Persia auch. Okay, da ist Lloyd. Wahrscheinlich muss ich das da an. Okay. Ich glaube, das ist jetzt doch etwas komplizierter. Kraft des Mondes. Selamon? Mondrobe. Was macht Kraft des Mondes? Ist das auch falsch? Ein Gewand mit Licht ausstrahlender Mondstickerei. So, dann gehört das andere wahrscheinlich zu Dennis. Ich glaube, das könnte doch etwas komplizierter werden. Okay, wenn das so ist, werde ich hier einen kurzen Schnitt machen und den Part beenden. Das war Tales of Symphonia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!